Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Eine Frau und ein Mann wurden in einen Unfall verwickelt. Es war ein ziemlich schlimmer Unfall. Beide Autos waren total demoliert. Jedoch wurde, wie durch ein Wunder, keiner der beiden verletzt. Nachdem sie aus ihren Autos gekrabbelt waren, sprach der Mann: "Na, so ein Zufall. Sie sind eine Frau, ich bin ein Mann. Schauen Sie nur unsere beiden Autos an. Total demoliert. Aber wir beide sind völlig unverletzt. Das ist ein Fingerzeig Gottes. Er will, dass wir von nun an zusammen sind und bis ans Ende unseres Lebens auch zusammen bleiben." Die Frau sah den Mann an, welcher nicht unattraktiv war, und meinte dann: "Sie haben recht. Das muss ein Fingerzeig Gottes sein." Der Mann fuhr fort: "Ein weiteres Wunder. Mein ganzes Auto ist Schrott. Aber schauen Sie selbst. Die Weinflasche auf dem Rücksitz ist völlig unbeschadet. Anscheinend möchte Gott, dass wir auf unser Glück anstoßen." Er öffnet die Flasche und gibt sie der Frau. Die Frau nickte zustimmend und leerte die halbe Flasche mit einem Zug und gab sie dem Mann zurück. Dieser nahm sie und steckte den Korken in die Flasche zurück. Die Frau fragte ihn mit lallender Zunge: "Willst du nicht auch trinken?" Der Mann schüttelt den Kopf und meint: "Nein, nein, ich warte lieber erst einmal ab, bis die Polizei hier war." Konfuzius sagt: "Eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.